Ja, wir brauchen alle Geld zum Leben. Nur ist das noch einmal. Ohne Kohle, ohne Knete ist das Leben eine Qual. Und so sollten alle haben, was jeder eben braucht. Das bereichen die bei Armen stets der Schornsteinrauch. Hallo allen von Hartz IV Betroffenen und Bedrohten und allen, die ihnen beistehen. Ich werde immer wieder gefragt, ob es Frau Lieber wirklich gibt. No, weiß niemand so genau. Hat Zeitung einmal geschrieben, Frau Lieber wäre sowas ähnliches wie der brave Soldat Schweig. Aber man weiß nicht, ist Frau Lieber alt oder jung oder dick oder dünn. Was sicher ist, ist sie Juwel von Weisheit. Und Frau Lieber lässt sich nicht definieren, aber sie definiert. Und sagt sie zu mir, no, Sprache ist mächtig. Sprache ist Magie. Und wenn du willst wissen Wahrheit, musst du oft nehmen Gegenteil. Wenn ich her Entsorgungspark, no, dreh ich um und lese ich ein bisschen schlampig rückwärts, heißt es Sorgengrab. No, aber Wahrheit. Und wenn du herrscht Eingliederungsvereinbarung, ist Ausgliederungsvereinbarung. Weil Harz klingt hart und ist Gegenteil von Herz. Und wenn du bekommst bei Harz 4 Fortbildung, no, ist Bildung bald fort, weil kriegst du nur 1,61 Euro pro Monat für Bildung. No, da ist Bildung fort. Nur am Anfang. Am Anfang von ganze Geschichte. Da hat sich Marketingabteilung geirrt. Da haben sie genannt die Argen. Und war richtig. Aber haben sie schnell geändert den Jobcenter. Doch musst du nur ändern. Ein Buchstabe. Dann hast du wieder Wahrheit. Und was haben wir jetzt? No. Verweilverbote. Heißt, werden Verbote verweilen? Und kannst du immer anwenden, diese Methode, weil klappt sie fast immer. Nur musst du nicht machen mit deinem Chef, weil könnte sein, ist er nicht wirklich fesch. Jetzt zu einer weiteren Maßnahme, die mir zuteil wurde und bei der wohl vorrangig meine Unterwürfigkeit geprüft und gefördert werden sollte. Das Kapitel heißt Gespenster umarmen. Danke an Dieter Hanitsch dafür, dass wir seine wunderbare Karikatur vom Gespenster umarmen auch in der kommenden neuen Ausgabe wieder verwenden dürfen. Gespenster umarmen. Das war 2004, 2005. Ich hatte eine Adressliste von interessierten Produktionsfirmen, Synchronfirmen, Filmfirmen. Ich hatte ein Büro. Mir fehlte lediglich das Geld für Foto, Video, Papier, Kuverts, Tesafilm, Druckerschwärze, Tinte und Briefmarken, denn ich bekam ALG 2 ergänzendes, ALG 2 bzw. aufstockendes. Also die Aufstocker sind eigentlich wo das Arbeitslosengeld nicht reicht und die Ergänzerinnen, was ich damals war, das sind, wo das Einkommen nicht reicht. Als ich der Abteilung Hilfe zur Arbeit, gab es damals noch, mein Problem schildere, verweist mich Frau Becker an Herrn G. von der Personal Service Agentur, kurz PSA. Dort werde man mir helfen. Bis dato kannte ich PSA nur als prostataspezifisches Antigen. Und ich wagte nicht zu fragen, wie ich mir die PSA-Hilfe vorstellen solle. Könnte ich bitte noch um 3 cm Doppelklebeband zur Befestigung meines Fotos auf dem Bewerbungsdeckblatt bitten? Oder dürfte ich meinen Füller zwecks korrekter königsblauer Unterschrift bitte einmal kurz in das staatliche Tintenfass tauchen? Und dann?
ob es mir wohl gestattet würde, meine Bewerbungen nach Anbringung der vom Staat gesponserten Briefmarke eigenhändig einzutüten und abzusenden? Auf dem Schild auf der Straße vor dem Ladenbüro unter dem fehlenden Türschild der Personal Service Agentur steht an diesem Freitag um 8 Uhr in der Früh, ich bin früh bestellt und pünktlich, in sich zusammengesunken ein älterer Herr, rauchend, eine ungepflegte Erscheinung. Wie sich dann herausstellt, ist es der Herr G. persönlich, im Folgenden das Gespenst genannt. Nachdem das Gespenst seine Kippe auf die Straße geschnipst hat, folge ich ihm in sein stinkendes Büro. Ein großes Büro. In dem großen Büro sitzen 20 Menschen an Computern. Der erste, der kurz aufblickt, der einzige, ist ein junger Mann in der ersten Reihe. Die anderen blicken nicht auf. Das Gespenst lässt sich in seinen Bürostuhl fallen. Beruf. Ich setze mich ihm gegenüber, auch wenn mir kein Platz angeboten wurde, auf einen Holzstuhl. Schauspielerin, Sprecherin und Autorin, seit 35 Jahren im Beruf, seit 25 Jahren freiberuflich tätig. Ich denke, Sie sind arbeitslos. Nein, ich arbeite, aber zurzeit gibt es nicht genug Aufträge. Unsere Branche ist eingebrochen und so. Die Branche ist schuld an Ihren Misserfolg. Ihren Misserfolg, sick. Also ich war krank, ich hatte einen Hörsturz und egal. Und dann kam 9-11 und dann kam auch noch die Pleite vom Herrn Kirch. Und wer? Na, der bekannte Medienunternehmer, Leo Kirch. Ah, der Herr Kirchner. Und das war Ihr Arbeitsgeber? Arbeitsgeber. Mein Hauptarbeitgeber. Tja, das war mal. Was? Das Gespenst leckt seinen gelben Zeigefinger an und blättert mit seinen gelben Fingern in meinen Unterlagen. Also, erfolglose Aufstockerin. Na, wenn Sie erfolgreich wären, säßen Sie doch nicht hier. Oder? Haben Ihre Bewerbungen was gebracht? Vielleicht sehen Sie sich mal meine Vita an. Ihre glorreiche Vergangenheit interessiert hier niemanden. Jetzt sind Sie hier. Bei mir. Ich bin hier, weil ich kein Geld mehr habe, um mich weiter angemessen zu bewerben. Und dazu gehören in meinem Beruf zum Beispiel Porträtfotos. Und die sind teuer. Das kriegen Sie ja billiger. Ich verkneife mir eine Antwort. Nach und nach wird mir klar, wie die Bewerbungshilfe an mir vollzogen werden soll. Gemeinsam mit anderen Menschen aus allen möglichen Berufen soll ich mich in der PSA unter Anleitung und Aufsicht schriftlich und fernmündlich bewerben. Und bei wem? Und wofür? Das Gespenst antwortet, wenn überhaupt, an Fragen vorbei. Bewerbungs- und Kommunikationstraining machen wir auch. Danke, das brauche ich nicht. Das stärkt auch das Selbstbewusstsein. Habe ich nicht nötig, ich wüsste nur gern, wofür und bei wem ich mich hier bewerben soll. Aha, auch noch überheblich. Ich bitte Sie, ich war 35 Jahre lang in der Öffentlichkeit tätig. Ich brauche kein Selbstbewusstseinstraining. Ich brauche Geld. Vor allem brauchen Sie einen Job. Kein Albtraum und kein Witz. Ab sofort soll ich werktäglich pünktlich um 8 Uhr morgens in dieser Gespensterbude antreten, um dann 8 Stunden lang massenhaft einseitige, berufsfremde Blindbewerbungsschreiben aufzusetzen, vom Gespenst diktiert, frisiert, mit meinem hineinkopierten Konterfei versehen und verschickt. Aber an wen wollen Sie das denn schicken, um Himmels Willen? Und wofür? Für einen 1-Euro-Job wird's schon noch langen. Ich habe mich nicht verhört. Ein Euro-Job. Arbeitsgelegenheit mit mehr Aufwandsentschädigung. Aber ich habe einen Beruf. Ich arbeite. Ich denke, der Herr Kirchner ist pleite. Kirch. Ich habe noch andere Auftraggeber. Bavaria. Also, wenn Sie hier wirklich mal so ein Terminchen haben.
Dann legen Sie uns aber ganz flugs eine Bestätigung von dem Herrn Kirchner da vor. Aber dann weiß doch jeder Auftraggeber sofort, dass ich ergänzendes ALG II bekomme. Das ist geschäftsschädigend. Ihr Geschäft kann man ja kaum noch schädigen. Und im Krankheitsfall bringen Sie umgehend einen Attest. Sonst ist Schluss mit Genuss. Ruhig bleiben. Widersetzlichkeit kann mit dem Entzug des Lebensminimums geahndet werden. Apropos Krankheit. Ich war krank. Aha. Und den ganzen Tag sitzen, das kann ich sowieso nicht. Ich hatte eine rheumatische Erkrankung. So. Wollen Sie Atteste sehen? Brauche ich nicht. Ich bin Psychotherapeut. Oh, aber ich habe physische Probleme, keine psychischen. Gott, ich fange schon an zu stottern. Wenn Sie keine Krankschreibung bringen, kriegen Sie noch ganz andere Probleme. Darf ich fragen, was Sie für eine Ausbildung als Psychotherapeut haben? Das Gespenst murmelt etwas von Gesprächstherapie. Hören Sie, es mangelt mir weder an Berufs- oder Bewerbungserfahrung noch an einschlägigen Adressen. Ich brauche nur Geld für Druckerpatronen und berufsnotwendiges Bewerbungsmaterial. Damit kann ich mich dann bestens ohne Aufsicht ganz allein und von daheim aus bewerben. Außerdem muss ich ja auch mal bei einem Aufnahmeleiter oder einer Produzentin vorbeischauen und Kontakte pflegen. Da bringen Sie uns aber jedes Mal eine Bestätigung von Ihrer Kontaktpflegerei. Hm? Das geht nämlich nicht, dass Sie dann mal hier einen Kaffee trinken gehen und da mal ein Bierchen trinken gehen. Nein, das geht schon aus finanziellen Gründen nicht. Wobei die lukrativsten Geschäftchen ja auch nicht beim Kaffeetrinken zustande kommen, sondern bei richtig teuren Geschäftsessen. Allerdings werden auch da generell eher keine Vertragsabschlüsse erzielt, wenn der potenzielle Auftraggeber zum Dessert eine Bestätigung unterschreiben muss, die das Gegenüber als ALG abhängig ausweist. Aber ich sage nichts. Ich schweige. Widersetzlichkeit kann mit dem Entzug des Lebensminimums geahndet werden. Also, ab morgen, von 8 bis 4 sitzen Sie hier. Und wie lange soll das Ganze insgesamt dauern? Wenn es nötig ist, Monate. Jetzt mal ernsthaft, ich soll mich wirklich monatelang 8 Stunden täglich bewerben für 1-Euro-Jobs? Ja und? Was machen Sie denn sonst den ganzen Tag? Gespenster umarmen. Könnten wir dieses Gespräch bitte auf einer partnerschaftlichen Ebene weiterführen? Ich will nichts von Ihnen. Ich habe nichts von Ihnen. Oh doch. Für einen Bruchteil der Prämie, die Ihnen das Arbeitsamt oder Arbeitsagentur oder wie immer das jetzt neuerdings heißt, für mich zahlt, könnte ich mich prima allein bewerben. Ich bekomme keine Prämie. Nicht? Für Sie nicht. Ach nein? Weil ich sie nicht nehme. Wie bitte? Ja, ich merke schon. Sie können nicht nur schlecht sitzen, Sie können auch schlecht hören. Ich nehme Sie nicht. Sagen Sie das der Frau Becker. Sie fragen zu viel. Ich gebe nur Schwierigkeiten mit Ihnen. Ich widerspreche nicht und verabschiede mich rasch und höflich. Als ich schon halb zur Tür hinaus bin, ruft der junge Arbeitslose aus der ersten Reihe schüchtern hinter mir her. Hallo, die Dame. Ihre Tasche. Oh, danke. Bin wohl gerade etwas verwirrt, sage ich und denke, kein Wunder, wenn man gerade aus der Geisterbahn kommt. Das winzige Lächeln des jungen Mannes signalisiert mir, er kann Gedanken lesen. Der Weg zur S-Bahn führt an blühenden Kastanien vorbei und am Arbeitsamt, oder wie immer das jetzt heißt. 5:12 Uhr. Ich klopfe bei Herrn Karl an, dem Arbeitsberater, dem ich zugeteilt wurde. Entschuldigung, ich habe keinen Termin und gleich ist Mittagspause. Kann ich trotzdem kurz reinkommen? Na, kein Termin, das ist aber schlimm. Kommen Sie rein. Drin? Was gibt's? Bitte, ich brauche... Bewahren Sie mich. Bitte, ich soll... Es ist so absurd, aber wenn ich nicht... Die streichen mir... Bitte.
verspätet bin, haben Sie nicht was anderes? Nein, nichts. Die Fortbildung, die ich vor einiger Zeit absolviert habe, war das Einzige, was Herr Karl zu bieten hatte. Leider, aber ich sollte doch nochmal zu Frau Becker gehen. Und beruhigen Sie sich und reden Sie mit Frau Becker. Schönen Gruß auch und sagen Sie, dass Sie bei mir gewesen sind. Seine mitfühlende Freundlichkeit gibt mir den Rest. Als ich wieder daheim war, rief ich Frau Becker an und erlebte noch ein kleines Wunder. Ja? Oh, ach je. Jetzt beruhigen Sie sich doch erst mal. Ja. Was? Psychotherapeut? Sagt er. Ja. Der Herr G. Der sagt vieles. Der ist so ziemlich alles. Nein, beruhigen Sie sich. Ah, hat er gesagt? Aha. Ja, ich weiß. Beruhigen Sie sich. Nein, das hat ja wirklich keinen Sinn. In Ihrem Fall schon gar nicht. Ich nehme Sie da raus. Nein, müssen Sie nicht. Ja, das geht schon. Ich mache einen Vermerk. Ja, Sie können sich drauf verlassen. Nein, Sie müssen nichts mehr unternehmen. Bitte beruhigen Sie sich. Ich weinte bis zum Abend. Dann schlief ich ein und versäumte es, mein Handy abzuhören. Das tat ich erst am nächsten Tag. Eine Filmfirma hatte zweimal auf die Mailbox gesprochen. Das erste Mal am Freitag um 11. Rufen Sie mal zurück, es geht um einen Drehtag am nächsten Dienstag. Das zweite Mal am Freitag um 20 nach 12. Warum rufen Sie denn nicht zurück? Wir haben Ihnen doch schon vor mehr als einer Stunde drauf gesprochen. Naja, es hat sich jetzt leider erledigt. Jetzt mussten wir anders besetzen. Länger konnten wir auch nicht warten. Ach, und schicken Sie doch endlich mal neue Fotos. Die alten sind ja schon 3 Jahre alt. 3 Jahre alte Fotos können wir keinem Regisseur mehr vorlegen. Und bitte nicht wieder am Fotografen sparen, ja? Das sieht man. Auch an diesem Tag weinte ich den ganzen Tag. Kurz nach dem Gespräch war der nette Herr Karl verschwunden. Auch die hilfsbereite Frau Becker habe ich nie wiedergesehen. Stattdessen wurde ich einem persönlichen Ansprechpartner, kurz Papp, zugewiesen. Und dann kam der Fallmanager. Aber alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Grundgesetz Artikel 12 Absatz 1. Und jetzt zu Arm und Reich vor 8. Heute geht's um Plus und Minus. Eine Studie von Facing Finance zeigt, den Beschäftigten mit Hilfe staatlicher Unterstützungsprogramme Geld aus der Tasche zu ziehen und es an die Aktionäre zu verteilen, ist hierzulande bei vielen Börsenkonzernen gang und gäbe. Schließlich gibt es so gut wie keine Hürden. Anders als etwa in Frankreich und Dänemark verbietet in der BRD kein Gesetz, dass Dividenden fließen, während der Staat die Lohnkosten übernimmt und die Beschäftigten deshalb herbe Einkommensverluste hinnehmen müssen. Laut der Untersuchung haben im vergangenen Jahr 12 der 30 im deutschen Aktienindex DAX gelisteten Konzerne Kurzarbeitergeld bezogen. 11 davon haben dennoch Dividenden gezahlt. Insgesamt sei es so zu kontroversen Ausschüttungen im Umfang von 13,7 Milliarden Euro gekommen. Innerhalb des DAX machte insbesondere die BMW AG auf sich aufmerksam, als trotz Kurzarbeit allein an die beiden Einzelpersonen Stefan Quandt und Susanne Klatten 769 Millionen Euro geflossen waren. Der größte Batzen der Ausschüttungen geht auf die Siemens AG zurück, die im vergangenen Jahr 3,17 Milliarden Euro an die Wertpapierbesitzer weitergab, gefolgt von der BASF SE mit 3,03 und der Deutschen Telekom AG mit 2,85 Milliarden.
Im Corona-Jahr 2020 kommt zum anderen hinzu, dass die Rekordausgaben für Kurzarbeitergeld in Höhe von rund 30 Milliarden Euro bei weitem nicht aus den Beitragszahlungen gestemmt werden können. Vielmehr müssen rund 10 Milliarden aus Steuermitteln zugeschossen werden. Das IFO-Institut geht basierend auf Umfragen davon aus, dass 750.000 Unternehmen in Deutschland 750.000 Unternehmen in Deutschland existenzbedroht sind. Egal, wie viel sie würfeln. Die Wirtschaftsauskunftei Kreditreform rechnet mit 550.000 überschuldeten Unternehmen, die zu Zombie-Unternehmen werden könnten. Man schätzt, dass weit mehr als 50.000 Betriebe schließen müssen. Die Zahl der Arbeitslosen hat sich um 600.000 auf 2,9 Millionen erhöht. 1 Million Menschen lebt in Kurzarbeit. Eine enorme Zahl von Solo-Selbstständigen oder Einzelunternehmen dürfte am Abgrund stehen. Das Infoportal aktuelle-sozialpolitik.de meldete, allein in den Jahren von 2015 bis 2020 ist die Beschäftigungsquote der Menschen im Alter von 60 bis 65 Jahren um 32% nach oben gegangen. Sicher nur, weil es allen super viel Spaß macht, zu arbeiten. Nach einer Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung im Oktober 2020 gab es bei Einkommen bis 900 Euro Verluste von 49%. Bei Einkommen von über 4.500 Euro lagen diese nur bei 26%. Einkommen unter 1.500 Euro monatlich netto waren zu 40% von Kurzarbeit betroffen, bei über 4.500 Euro nur von 11%. Auch die kleineren Einkommen, die bei Familien häufig zusätzliche Hartz-IV-Leistungen erfordern, haben bei Kurzarbeitergeld von 60% ohne bzw. 67% mit Kindern noch weitere und unvermutete Einbußen. Behalten werden darf im Hartz-IV-Bezug nur ein Freibetrag mit höchstens 330 Euro. Großzügig. Nach einer Untersuchung der AOK Rheinland-Hamburg haben Hartz-IV-Bezieher ein um 84% erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf der Krankheit. Ein wesentlicher Faktor dabei dürften die ungesünderen Lebens- und Wohnverhältnisse sein. Erste vereinzelte Daten aus Hamburg, Berlin, Bremen, Bochum oder Duisburg zeigen signifikante Abweichungen in den Infektionszahlen armer und reicher Stadtteile. Kommt halt immer drauf an, wo es einen hinwürfelt. Es gibt auch eine positive Meldung aus Mexiko. Der mexikanische Senat bewilligte einstimmig eine Reform, die von allen politischen Kräften als historisch bezeichnet wurde, da sie den gleichen Lohn für Männer und Frauen für die gleiche Arbeit garantiert. Darüber hinaus verbietet sie geschlechtsspezifische Diskriminierung bei Gehältern im öffentlichen Dienst und im Privatsektor. Gleichzeitig verpflichtet die Reform Arbeitgeber dazu, männlichen wie weiblichen Arbeitnehmern dieselben Aufstiegschancen zu bieten. Dann mal gut würfeln und bis zum nächsten Mal.